Ja, moin, meine Lieben, aus Herschbroich am Nürburgring. Ich wende mich mit diesem Video an euch, da morgen früh um 8 Uhr die Touristenfahrten auf der legendären Nordschleife beginnen. Es wird sehr, sehr viel los sein und zu diesem Thema wollte ich mal euch ein paar grundlegende Informationen geben, vor allen Dingen die, die vielleicht das erste Mal da sind. Oder die, die auch regelmäßig hier sind. Aber ja, von den Dingen, die ich jetzt sagen werde, keine Kenntnis haben, aus was für Gründen auch immer. Die Touristenfahrten sind natürlich kein rechtsfreier Raum. Ja, es gibt eine Fahrordnung bezüglich der Touristenfahrten, die besteht aus 8 Paragraphen. Ich werde hier nicht alle 8 Paragraphen vorlesen, sondern nur die wichtigsten Dinge. Vor allen Dingen das Thema Straßenrennen, das ist ein ganz, ganz heißes Eisen. Da möchte ich ein bisschen näher drauf eingehen. Ja, Paragraph 1 haben wir: Das Befahren des Nürburgrings ist nur mit Kraftfahrzeugen erlaubt, die der Straßenverkehrszulassungsordnung entsprechen. Von den Touristenfahrten ausgeschlossen sind Kraftfahrzeuge, deren eingetragene Höchstgeschwindigkeit weniger als 130 beträgt. Das ist relativ neu. Ich glaube, es ist letztes Jahr erst eingegeben worden, mit einem zulässigen Gesamtgewicht von über 3,5 Tonnen, die nicht dem fahrdynamischen Charakter eines PKWs entsprechen, zum Beispiel Pickups, Transporter, Wohnmobile. Das geht unabhängig vom zulässigen Gesamtgewicht. Mit folgenden spezifischen Umbauten. Jetzt wird es ja interessant, ne? Für die vielen, die Touris, Ananasjägern, die ihre Autos umgebaut haben. Ohrensitzen, egal ob Fahrer- oder Beifahrersitz. Umgerüstete bzw. nicht serienmäßige abnehmbare Lenkräder. Handsystem, Head-and-Neck-Support. Ungepolsterte Käfige. Spoiler oder Aerodynamik-Bauteile, die über die eigentlichen Fahrzeugmaße hinausragen bzw. scharfkantig sind. Jeder Fahrzeugführer muss das 18. Lebensjahr vollendet haben. Führerschein haben, ist klar. Fahrzeugführer eines nicht in Deutschland zugelassenen Fahrzeuges müssen einen Versicherungsnachweis mit sich führen. Kennzeichen haben, bla bla bla. Saisonkarte, müssen wir nicht drauf eingehen. Benutzung des Nürburgringes. Das werde ich gleich mal kurz dann zusammenfassen. Motorradfahrer müssen komplette Schutzkleidung tragen. Autofahrer müssen angeschnallt sein, dies gilt auch für Personen auf den Rücksitzen. Kinder müssen mit entsprechenden Rückhaltesystemen gesichert werden. Und jetzt komme ich mal zu den anderen Dingen, die ich einfach nur mal zusammenfasse. Fahrzeugrennen sind im Bereich des Touristenverkehrs strengstens verboten. Es gilt das Rechtsfahrgebot, das heißt, man darf nur links überholen. Gegenseitige Rücksichtnahme gemäß Paragraph 1 Absatz 1 Straßenverkehrsordnung ist dringend angesagt. Und jetzt kommen wir mal zu dem Thema, und das ist das ganz heiße Eisen. Diese Fahrordnung ist hier Stand Januar 2024. Warum die jetzt geändert wurde, damit habe ich auch ein bisschen was zu tun. Hat ein bisschen lange gedauert, aber gut, beim Nürburgring dauert es halt manchmal ein bisschen was. Und zwar kommen wir jetzt mal Paragraph 3 Geschwindigkeit. Nummer 1. Bei den Touristenfahrten müssen die Grundregeln der Fahrgeschwindigkeit gemäß Paragraph 3 Absatz 1 Straßenverkehrsordnung eingehalten werden. Punkt 2. Und jetzt wird es interessant. Rennen mit Kraftfahrzeugen sind entsprechend Paragraph 315d StGB verboten. Dies schließt Geschwindigkeitsrekordversuche einzelner Kraftfahrzeuge ausdrücklich ein. Diesen Paragraphen 315d haben sie erst jetzt eingefügt. Obwohl diese Straßenrennen schon seit 7 Jahren keine Ordnungswidrigkeiten mehr sind, sondern Straftaten. Bis letztes Jahr stand da noch der Paragraph 29 Absatz 1, war das, glaube ich, Straßenverkehrsordnung drin. Und in der Straßenverkehrsordnung sind keine Straftaten, sondern Ordnungswidrigkeiten enthalten. Jetzt habe ich den Nürburgring diverse Male über Facebook, Instagram angeschrieben, dass sie ihre Fahrordnung doch mal bitte schön ändern sollten, weil es ein kleiner Unterschied, ob ich ein Straßenrennen begehe, das ein Bußgeld ist, oder ob ich ein Straßenrennen begehe und das eine Straftat ist und ich dementsprechend meinen Führerschein verliere.
mein Auto beschlagnahmt wird und ich dafür ins Gefängnis kommen kann. Das ist ein kleiner Unterschied. So, und jetzt kommen wir mal zu dem Thema Straßenrennen. Werdet ihr denken, ich mache doch kein Straßenrennen. Wie sollte ich denn da in irgendeiner Art und Weise was mit zu tun haben? So, wenn wir uns jetzt mal den Paragraphen 315d des Strafgesetzbuches anschauen, ich nehme jetzt nur mal den Punkt, der die Touristenfahrten betrifft. Absatz 1, wer im Straßenverkehr Nummer 3 Sicherheitskraftfahrzeugführer mit nicht angepasster Geschwindigkeit und grob und rücksichtslos fortbewegt, um eine höchstmögliche Geschwindigkeit zu erreichen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 2 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Das wird sogar noch verschärft, wenn dadurch Menschen ums Leben kommen oder schwer verletzt werden. Ist das kein Verbrechen mehr, sondern ein Vergehen, dann geht ihr mindestens 1 Jahr in den Knast. So, und jetzt gucken wir uns doch mal die Touristenfahrten an. Gucken wir uns doch mal die ganzen Foren an. Gucken wir uns doch mal YouTube an. Wie viele Menschen sind denn da und sagen, oh, heute bin ich BTG-Zeit, 8 Minuten 30, fahren 9 oder sagen vorher, wenn sie morgen losfahren, oh, ich möchte jetzt 10 Sekunden schneller sein. So, das sagen sie dann noch in die Kamera, laden das dann noch auf YouTube hoch, dass das jeder sehen kann. Und dann kann man vielleicht noch während dieser Runde, die auf Höchstgeschwindigkeit abzielt, weil man ja eine gewisse BTG-Zeit erzielen möchte, dann wird vielleicht noch geflucht, oh du piep piep piep, fahrende Seite, mach dich vom Acker, was willst du hier überhaupt? So, und wenn das dann ein Staatsanwalt sieht, ein Polizeibeamter oder sonst irgendetwas, hat er alle Beweise, die er braucht und dann wird ein Strafverfahren eingeleitet gegen euch wegen der Durchführung eines Straßenrennens, einem sogenannten Alleinrennens. So schnell seid ihr dann mit dabei. Und das betrifft nicht nur euch, sondern auch den Nürburgring. Der Nürburgring hat gewisse Sicherheitspflichten vorzunehmen, einzuhalten. Es reicht nicht nur, dass wir da eine Verordnung reinschreiben, sondern die haben auch die Einhaltung dieser Regeln zu überwachen. Genauso, wenn es dort zu Unfällen gekommen ist, zu ermitteln, könnte hier ein Straßenrennen vorliegen, etc. pp., wo dann die Polizei gerufen wird und so weiter und so fort. Oder wenn ein Teilnehmer einer Touristenfahrt zu Ihnen kommt und sagt, der hat mich da gerade abgedrängt oder sonst irgendetwas, dann haben Sie diesen Verkehrsteilnehmer rauszuführen, festzuhalten, solange bis die Polizei kommt. Ja, und dann gibt es hier natürlich auch noch die bekannten YouTuber, die zig Hunderttausende von Abonnenten haben und hier im Nürburgring auch gut bekannt sind. Ja, für die scheint diese Regel nicht zu gelten und der Nürburgring weiß das. Also, ganz, ganz heißes Eisen. Ganz, ganz heißes Eisen. Also, bitte, ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß. Ganz, ganz viel Spaß bei den Touristenfahrten. Und denkt bitte dran, nehmt bitte aufeinander Rücksicht, habt Spaß. Ihr könnt ruhig auch schnell fahren, solange dabei niemand behindert wird, gefährdet wird, solange das in Anbetracht der besonderen Witterungs- und Verkehrsverhältnisse zu rechtfertigen ist. Alles kein Problem. Wie gesagt, rechts fahren für die, die jetzt das erste Mal da sind. Guckt öfter mal in den Rückspiegel, fahrt ganz einfach schön rechts, lasst euch nicht nervös machen. Genießt diese wunderbare, einmalige Strecke und dann ist soweit alles in Ordnung. Ja, und gewisse Dinge verstehen sich von selbst. Wenn ihr irgendwie einen Unfall habt oder ihr merkt, da ist eine Beschädigung an eurem Auto oder sonst irgendetwas, dann fahrt ihr rechts ran, verlasst sofort das Auto, geht hinter die Leitplanke, dann den Notruf. Vom Safety-Team, das sollte jeder in seinem Handy eingespeichert haben, mitteilen, wo ihr steht. Und dann kommen die dahin, sichern das ab und alles weitere wird geregelt. Und auf gar keinen Fall, wie man das so oft sieht, irgendwo vielleicht Adenauer Forst, oben auf die Wiese fahren, weil man vielleicht vorher über den Körb gefahren ist und irgendwas hat geklappert und sich dann unter das Auto legen. Lebensgefährlich, lebensgefährlich. Also ich habe hier vor ein paar Jahren, wie gesagt, erlebt, wie mehrere Angehörigen der Streckensicherung schwer verletzt worden. Ein anderer Verkehrsteilnehmer bzw. 2 Verkehrsteilnehmer, 2 junge Franzosen sind ums Leben gekommen. Warum, weshalb, möchte ich jetzt nicht drüber sprechen. Aber es ist hier wirklich sehr gefährlich. Nehmt aufeinander Rücksicht, habt Spaß miteinander und dann ist soweit das auch kein Problem. Ja, ansonsten würde mich ja im Prinzip mal die Statistik von der Polizei Adenauer interessieren, wie viele Strafanzeigen denn gefertigt worden im letzten Jahr zu dem Thema Straßenrennen und Touristenfahrten. Würde mich ja echt mal interessieren.
Ja, ich hoffe, dass sich jetzt was ändert, dass das ein bisschen gesitteter vonstatten geht. Und außerhalb der Nordschleife gilt auch die Straßenverkehrsordnung. Ja? Es ist hier kein gesetzesfreier Raum. Hier leben Menschen, hier laufen Kinder rum und so weiter und so fort. Und hier sind viele Fahrradfahrer, viele Touristen, die die Eifel genießen unterwegs. Also reißt euch zusammen und wenn ihr das nicht könnt, dann bleibt ihr zu Hause. Ja, das soll es von mir soweit erstmal gewesen sein. Ich werde das Ganze natürlich entsprechend mir anschauen, das auch verfolgen. Ich werde morgen auch da sein und ein paar Aufnahmen machen. Ich wünsche euch viel Spaß. Und wie gesagt, nehmt Rücksicht aufeinander und alles ist tutti. Achso, und diese Kolonnenfahrten, wenn irgendwelche Kumpels sind mit 3 oder 4 BMW oder Porsche oder sonst irgendetwas, ja, sind auch verboten. Ja, strengstens verboten. Taxifahrten, Renntaxifahrten sind sowieso verboten, weil Rennen ist ja verboten, aber die Gebühren, die normalen Taxifahrten, die sind dort erlaubt. Ne? Weil es sind ja keine Renntaxifahrten, dürfen ja nur Taxifahrten sein, weil Rennen sind ja verboten bei den Tourifahrten, ne? Ist logisch. Also ganz heißes Eisen und an die Streckensicherung in den Nürburgring kann ich nur sagen, kümmert euch drum. Ne? Ihr habt jetzt ein paar Aufgaben mehr. Okay, in dem Sinne, ein wunderschönes Wochenende und man sieht sich.